Tornado Snow. Das heißt, ich gehe wieder ins Wasser. Du springst mir hier hinten drauf. Und so kommen wir sicher rüber. Was erwarten uns da wohl? Atta! Wieder mal kurz hin hoppen. Ist das irgendwie etwas Zwergisches? Könnte fast aus Skyrim stammen. So wie es aussieht. Ist es gut? Okay, es ist gut. Okay. Kommen ganz gut voran, wie es aussieht. Und jetzt ist die Frage, wohin, was man macht. Okay, ich glaube, wir brauchen das. Okay, I see. Mies gemacht, dass man nur einen bestimmten Weg gehen kann. Wenn man sonst nicht um die Kurve kommt. Aber cooles Rätsel. Was auch immer wir mit diesem Teil machen müssen. Ich habe es jetzt wahrscheinlich schon vorweggenommen. Aber ist ja egal. Ah, okay, I see. Wir müssen dieses Zahnrad hier anhalten. Nehmen wir das Teil hier reinlegen. Dann können wir hier rüber. Okay. Hier wird die Stellung mega weird. Aber funktioniert.
sind nette kleine Rätsel, die eigentlich nicht wirklich schwierig sind. Die man auch gut schaffen kann. Okay, da kommt er jetzt nicht hoch. Da gibt es keine Seite. Okay, ich halte das Teil hier. Der kann hochklettern. Sind auch Trolle. Ich denke mal, es geht oben lang, daher gehen wir unten durch. Oder wait, ich kann sie auch aufteilen. Hey, Nai! Hey, Nai! Okay, kann ich doch nicht. Ich dachte, ich könnte das, aber offensichtlich. Wahrscheinlich geht's einfach genau den gleichen Weg entlang, einfach andere Route. Das scheint wohl auch so zu sein. Wieder kurz mal hinsetzen. Doch, sieht schön aus. Jetzt ja nicht fallen lassen. Das wäre doof. Okay. Zum Glück war es der Richtige. Achso, ich muss das konsequent. Sind noch coole Rätsel, muss ich sagen. Wenn man so zwei Personen auf einmal spielt.
nach links. Wieder mal hinsetzen. Sehen wir diese ganze Mine. Sieht ganz cool aus. Komm schon. Nee. Oh, wieder falsch gedrückt. Man muss vielleicht wissen, es ist hier drin ziemlich heiß bei mir. Ich habe ein bisschen schwitzige Hände und der Finger muss immer RB gedrückt halten, sonst stößt man ab. Und ich rutsche dann ein bisschen runter. Und es ist auch spät in der Nacht. Von daher könnten das als Gründe sein, wieso ich hier abstürze. Naja, hat es geschafft, oder wie auch immer er heißt. Jetzt ist noch der große Bruder dran. Der wahrscheinlich etwas schwerer ist und daher diese Dinger zum Abstürzen bringt. Oder auch nicht. Knappes Ding. Nicht gut. Run, Forest, run. Plötzlich ist es ein zweites Adventure. Glück gehabt. Oh ne, der Arme. Oder die Arme. Wird einfach gefangen gehalten. Leichter als das. Wait. Okay. Hey, nein! Nee, wollte ich nicht. Ich habe wieder den Falschen gesteuert. Ganz leise. Nicht auf die Knochen treten. Es würde mich zwar interessieren, was passiert. Aber ich lasse es jetzt mal.
kommen raus. Ja! Okay, ich weiß, was sie machen müssen. Kleine muss in den Käfig. Locken ihn hier rein. Und der andere schließt dann die Tür. Oder mit dir. Ja, nice. Danke, danke. Aber jetzt schnell, bevor er die Tür kaputt macht. Es ist immer so komisch, wenn die beiden vertauscht sind. So, ne, jetzt müssen wir das dorthin tun, damit wir noch rüberkommen. Genau. Dann sollte das so funktionieren. Das ist eine Frau. Vielleicht, weil da waren zwei Betten. Na, no. Sieht so aus. Mann. Nein! Adia! Schon. Zum Glück läuft er einfach blind hinein. Hey!
Tschüss! Da! Bye bye. Das war's für dich. Danke sehr. No. Zwei sind wieder vereint. Bishomaro! Bishoya! Bisher eine schöne Geschichte.